birthday. Oh, happy day. Happy day. When Jesus born. Jesus born, he washed the sins away. Oh, the happy day. Oh, what a wonderful day. My sweet Lord, I got a feeling. I got the feeling when Jesus born. Deutscher Meister mit dem ersten FC Kaiserslautern 1951 und 53. Träger des großen Verdienstkreuzes der Bundesrepublik Deutschland und natürlich Weltmeister 1954. Herzlichen Glückwunsch zum 80. Geburtstag. Bitte sehr, wenn Sie mal Ihr Glas schon einmal heben wollen auf unser Geburtstagskind. Horst Eckel. Bitte begrüßen Sie mit mir den Präsidenten des Deutschen Fußballbundes, Dr. Theo Zwanziger. Ein paar Worte aus der Sicht des DFB an unseren 80-Jährigen richten darf, dann sind es die Worte, die jemand immer findet aus seiner persönlichen Sicht, aus seiner persönlichen Begegnung mit Horst. Und die waren natürlich bei mir als kleiner Junge mit 9 Jahren, ich bin ja Gott sei Dank ein bisschen jünger noch wie du, Horst, durch das Fernsehen geprägt. 54, wir wissen das alle, dieses großartige Endspiel, das uns in Deutschland so viel weitergebracht hat. Aber dann gab es die Zeit, für die ich sehr, sehr dankbar bin, die Zeit der persönlichen Begegnungen. Wenn man 1954 die Vorbilder dieses Fußballs erleben darf, wenn man erleben darf, wie Fritz Walter, die ganze Walter-Elf, aber für mich ganz besonders auch der Gegner, die ungarische Nationalmannschaft, ihren Sport präsentiert haben, wie Ergebnisse zustande kamen, wie man gewonnen hat, aber auch verloren hat, dann denke ich, ist das, was in der Folge geschehen ist, über das Endspiel hinaus, nämlich die tiefe Freundschaft und Verbindung, nicht nur zwischen den ungarischen Nationalspielern und den deutschen Nationalspielern, sondern des Fußballs in Deutschland mit dem ungarischen Fußball, der eigentliche Wert. Und deshalb bin ich sehr, sehr dankbar, weil das überhaupt nicht mehr selbstverständlich ist, dass wir auch heute zu deinem Geburtstag, Horst, einen der ganz Großen des ungarischen Fußballs und des Weltfußballs begrüßen können, Jönő Buzanski. Ganz herzlich willkommen, lieber Jönő. Ein Sportler, ein Fußballer, da brauchen wir jetzt eigentlich auch noch eine Mannschaft, oder? Ja, selbstverständlich. Wir brauchen da 11 Leute. Mhm. Wenn man Fußball spielen will, braucht man 11 Leute. Man kann aber auch mit 9 und mit 10 gewinnen. Das stimmt. Wünschen wir dem ersten FC Kaiserslautern, dass sie in dieser Saison noch oft gewinnen mögen. Denn ein Applaus für die Profis des ersten FC Kaiserslautern. Hier ist die Mannschaft angeführt vom Trainer Marco Kurz. So. Das ist eine ganz große Überraschung für mich. Sehr gerne. Und ich freue mich unheimlich darüber. Ja? Komm, Burschen, kommt rein. Nur ein paar wenige Worte. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Horst, alles, alles Liebe zum Geburtstag wollten wir dir gemeinsam wünschen. Ich weiß, aktuell geben wir dir nicht so viel Freude, aber ich kann dir versprechen, mit meinem Trainerteam, mit meinen Jungs, dass wir alles tun werden, dass du wieder Freude hast, dass wir alles tun werden, diesen Wahnsinnsverein in der Liga zu halten. Aber heute wollten wir dir recht herzlich gratulieren, Tiffy, unser Kapitän, hat dir ein Trikot mitgebracht, das wir dir jetzt überreichen wollen. Ja, vielen Dank. Darf ich da auch mit
anziehen und mit euch spielen. Ja? Wir warten immer drauf. Ich finde das eine großartige Idee. Bei den Bayern am Samstag wäre eine prima Gelegenheit. Ich muss nur noch ein bisschen trainieren. Und Horst, geschwind noch, abschließend noch. Wir haben eine Tradition bei uns in der Kabine. Wenn jemand Geburtstag hat, Rodney, komm. Rodney, da kommst du jetzt nicht raus. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, lieber Horst, happy birthday to you. Vielen herzlichen Dank. Und wir haben schon den ersten Gastgeber gehört, den Deutschen Fußballbund. Wir wollen natürlich auch noch den zweiten hören. Bitte einen herzlichen Applaus für den Vorstandsvorsitzenden des 1. FC Kaiserslautern, Stefan Kunz.